Hallo und herzlich willkommen zur dritten Lektion des Internet Marketer Crashkurses. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie im Internet auf neue Ideen kommen können und wie Sie diese Ideen auch analysieren können. In der letzten Lektion haben wir behandelt, welches Thema Sie persönlich wählen können, damit Sie erfolgreich Geld im Internet verdienen können. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. In dieser Lektion geht es darum, wie Sie ganz genau analysieren können, ob Ihre Idee auf dem Markt eine Chance hat. Gut, wir analysieren jetzt Ihr Thema auf Erfolg. Der erste Punkt ist, Sie müssen selbstkritisch sein und Ihre Idee hinterfragen. Angenommen, Sie haben eine Gänseblümchenzucht, die Sie mit Liebe hegen und pflegen, und Sie wollen gerne darüber ein E-Book verfassen, wie auch andere Gänseblümchen-Fans eine solche Zucht aufbauen können. Das ist Ihre persönliche Vorliebe, die Sie natürlich auch gerne weiterhin hegen und pflegen dürfen. Aber lösen Sie damit wirklich ein dringendes Problem? Das ist genau mit selbstkritisch gemeint. Streichen Sie einfach die Themen, von denen Sie glauben, dass sie wenig Potenzial haben. Natürlich lösen Sie damit ein Problem Ihres Lösers, wenn er ein Gänseblümchen-Fan ist. Doch wirklich dringend ist das Problem nicht. Ein dringendes Problem wäre, wenn ich ganz schlimm Mundgeruch hätte und ich schon oft darauf angesprochen wurde und jetzt bin ich auf der Suche nach einem solchen Produkt. Ein solches Problem ist dringend. Sie müssen nach solchen Problemen suchen und dann für dieses Problem die Lösung bereitstellen. Also gehen Sie wirklich selbstkritisch an die Sache heran und vor allem analysieren Sie den Markt. In dieser Lektion sehen wir uns eine Möglichkeit der Marktanalyse an. Eine der wichtigsten Adressen hierfür ist die Seite clickbank.com. Auf dieser Seite können Sie Ihr Produkt auch vermarkten, das heißt, Sie stellen hier Ihr Produkt ein. Ein anderer Kollege, der in einer ähnlichen Nische tätig ist, kann dieses Produkt bewerben und kassiert dafür Provision. Das ist der eigentliche Sinn von Clickbank. Man kann aber auch die Produkte dazu verwenden, um zu sehen, welche Themen gerade sehr interessant und gefragt sind. Und wenn da ein Thema dabei ist, über das Sie gut Bescheid wissen, dann können Sie anfangen, darüber zu schreiben. Clickbank war früher hauptsächlich im amerikanischen Markt sehr aktiv, ist aber in den letzten Jahren immer stärker auch in Deutschland Hallo, tätig und mein ist Name ist Thomas eigentlich und hier siehst du ein Foto der meiner wichtigste Freundin. Anbieter auf diesem Gebiet. So, und jetzt sind wir hier auf der Seite von Clickbank. Diese Seite war früher hauptsächlich auf Englisch. Mittlerweile ist sie vollkommen auf Deutsch, hat auch einen deutschen Support und alles. Das heißt, sie ist mittlerweile sehr auf dem deutschen Markt aktiv. Wenn Sie jetzt nach Produkten suchen wollen und zu analysieren, passt das zu meinem Thema, kann ich das gut gebrauchen, dann gehen Sie hier auf Marktplatz. Dann sehen Sie auf dieser Seite hier die ganzen Ressourcen. Jetzt können Sie sich ein Thema, für das Sie sich interessieren, heraussuchen. Angenommen, Sie möchten über das Thema Gesundheit und Fitness schreiben. Dann klicken Sie hierher und dann werden hier sämtliche Themen aufgelistet. Auch von allen möglichen Sprachen, in der Clickbank tätig ist. Die Ergebnisse sind hier noch ein wenig umfangreich, deshalb würde ich Ihnen raten, das noch etwas weiter zu differenzieren. Hier sehen Sie dann die einzelnen Unterkategorien. Zum Beispiel bleiben wir bei dem Thema Diät und Abnehmen. Immer noch 508 Themen, aber wenn Sie sich für das Gebiet interessieren, selbst schon Erfahrung haben, auch praktische über das Abnehmen, dann können Sie sich hier einfach über die unterschiedlichsten Sachen informieren. Ich würde vorerst auch ruhig den englischen Markt etwas im Auge behalten, denn oft ist es so, dass gerade die amerikanischen Märkte unserem Markt ein, zwei, manchmal sogar drei Jahre voraus sind und die Themen anbieten, die erst in
zwei Jahren dann bei uns sind. Wenn sie jetzt anfangen zu schreiben, sind sie schon ein Stückchen der Zeit voraus und können dann nach zwei Jahren wirklich ihren großen Gewinn einfahren. Wenn Sie hier auf die Preise schauen, dann sehen Sie, da wird schon einiges auch verlangt und gezahlt für diese E-Books. Selbstverständlich können Sie hier auch dann sich dafür entscheiden, ich will jetzt nur deutsche Bücher haben, dann klicken Sie auf deutsche Bücher. Hier zum Beispiel ein Buch, das heißt sich Koch dich schlank. Kostet durchschnittlich 30,37 Euro. Das ist nicht der Verkaufspreis, den der Verkäufer verlangt für seine Kunden, sondern das ist das, was durchschnittlich eingenommen wird. Es werden ja auch gelegentlich Aktionen angeboten. Wenn Sie sofort kaufen, bekommen Sie es etwas günstiger. Also da wird ein Durchschnittspreis gebildet. Also gehen wir auf die Seite von Koch dich schlank. Gut, hier gibt es ein Video anzuschauen und